Na, was glaubt ihr denn, was war? Ach, was soll ich euch sagen, Leute? Ich hab so die Schnauze voll. Ich bin so beladen. So, ja, wie soll ich sagen, so enttäuscht, sozusagen, ja. Ich grüße euch. Erstmal die Förmlichkeiten wieder, ne? Da war Vollsperrung. Baustelle. Komplett dicht gemacht. Da ist kein Durchgang, kein Durchfahren gewesen. Also, zurück auf die Bahnhofstraße oder wie die heißt. Und halt dahin herum. Wenn man denn mal auf die. Na, es ging noch jetzt hier. Meistens ist ja da ein Verkehr. Du denkst ja wirklich, das. Was ein Verkehr. Also das ist teilweise in dem Scheißkaff da in dem Dreckischen so ein Verkehr, dass du denkst, ey, das, wo kommen die aus? Welche Löcher kommen die eigentlich alle rausgekrochen? Es ist unglaublich. Es ist Montag, der 13. 13. 12. 2021. Ich möchte mich direkt jetzt schon entschuldigen und ich sag mal allen denen sagen, die jetzt so, ja, die vielleicht eher so ein Wohlfühl, so ein Wohlfühl-Thema oder sowas jetzt lieber gehabt hätten, sucht euch einen anderen Kanal. Schaltet aus, jetzt sofort. Es wird, ich versuche mich am Riemen zu reißen. Ich versuche mich einigermaßen, ich glaube, ich schaff's nicht, aber jedenfalls, also sagen wir mal, der Versuch ehrt mich zumindest oder das Vorhaben. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Diese Ausfahrt fand also heute statt, also von mir aus gesehen heute Montag, 13.12.2021 nachmittags. Gegen 15 Uhr, 14.30 Uhr. Sowas in der Richtung. Überall Baustellen. Ihr seht ja auch, hier sind Baustellen. Umleitung, dahin ist Baustelle. Ich weiß nicht, haben die jetzt noch mal in aller Eile die letzte Kröten da, die sie da noch irgendwie haben als Budget? Müssen die jetzt noch verballert werden oder was? Es ist wirklich, also... Guck mal, die Straße ist aber auch in einem Zustand, ne? Kurort, ne? Ich lach mich tot, ey. Kurort für SUVs oder was? Da könnt ihr eure Karre noch mal testen, da braucht ihr nicht ins Gelände fahren. Fahrt nach Bad König, das langt. Und wenn ihr die Karre komplett einsauen wollt, dann fahrt auf den Radweg, wo ihr ja auch gern rumfahrt. Ne? Da könnt ihr euch die Kiste dann auch komplett schrotten. Also dreckmäßig schrotten. So, hier sieht man da vorne ein bisschen Hoffnung am Firmament scheinen, die Sonne. Da könnt ihr ja meinen, die wäre mal wieder in einer Supernova irgendwie abhanden gekommen. Weil so Tageslicht ist ja jetzt hier in unseren Breiten ziemliches, wie soll man sagen, Grau in Grau. Ich versuche irgendwie einen Einstieg zu finden. Ich bin ziemlich angepisst, angekackt. Ihr seht es auch hier, habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich wollte mal die Kamera so einstellen, dass ich mal eine höhere Auflösung habe und partout nicht dran gedacht, dass der bei 1440p ja kein 16 zu 9 macht, sondern hier das olle Fernsehformat. Deswegen habt ihr hier links und rechts diese schwarzen Balken. Warum er das überhaupt in einer Actioncam braucht, dieses Format? Immerhin sind die ganzen Metz Nordmende grundig Telefunken Fernsehgeräte mit Röhre, die 50 Kilo Teile ja schon eine Weile weg vom Markt. Aber wie Vinyl, also wie die Schallplatte und Kassette, vielleicht kommt es ja wieder an die Leute. Schraube sich ihre LED, Plasma, Mikromatik, Spezial, Scheißdrecks, TV-Kiste für 5000 Euro von der Wand und stelle sich wieder so ein alte Metz oder sowas hin. Könnte ja sein. Ne? Vielleicht ist der Mensch halt so drauf, dass er es auf Dauer dann doch mit dem Fortschritt nicht so hot. Ja. Ihr habt sicherlich schon erraten, ne? Ich hatte schon wieder einen Platten. Ja. Und jetzt sagen wieder wahrscheinlich einige von euch, jetzt macht er wieder so Gedöns da, der soll zusammenreißen. So ein Platte ist doch kein Problem. Ja, das mag sein. Für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich kein Problem. Aber ich denke, dass der eine oder andere wahrscheinlich sich auch nichts dabei denkt, seine Fahrradklamotten anzieht,
zwei Fahrräder aus der Ecke nimmt, ne, oder von der Wand runter und sich drauf hockt und fährt einfach los. Ja, aber wenn ihr meine Scheißbirne habt, mit meinem Psycho-Schwachsinn, der da oben drin rumkaspert, dann sieht die ganze Welt natürlich auch ein bisschen anders aus. Also, ja, bitte nehmt das in eure Consideration mit nein. Ich fahre hier 20 km/h. Also wenn ihr dieses Video guckt, aber tut mir den Gefallen, wenn ihr wirklich jetzt eher so kein so ein Runner-Drück-Video sehen wollt, dann schalt aus, weil es bringt nichts, glaubt mir das. Es ist grauslich. Ich weiß es jetzt schon. Ja, aber wir sind ja alle irgendwie kleine Perverse und Spanner, ne, und ergötzen uns an Dramen und ich versuche es euch so ein bisschen angenehm zu machen, zumindest in dem Kontext des Dramas. Ich bin ja ein großer Dramatiker meiner Zeit, ne, wie ja viele von euch ja wissen. Ich ziehe die Scheiße quasi an wie ein Magnet, Löffel und Gabel, wenn sie nicht aus Silber sind oder Kupfer. So, what? Oder Gold, ne? Gibt's ja auch, ne? Goldgrube 12 oder so. Wenn du da wohnst, ne? Dann kannst du dir... Egal, so, jetzt... Ach, das war wieder so ein Seitehieb, der hätte jetzt sein müssen. Wurscht. Also, ich habe wieder einen Platten. Und zwar hat's diesmal getroffen. Meinen 50 Euro teuren Continental Race King Protection Super Handmade in Germany. Also ich glaube mittlerweile ist Handmade in Germany eher sowas gemeint, wenn ich mir jetzt einen Schritt reinpacke und fange da an dran rumzunesteln an dem Ding. Das ist ungefähr so das Handmade scheinbar, was in Germany oder bei Continental darunter verstanden wird. Moment, ja du darfst auch nicht aufs Handy gucken, wenn du da mit dem Pferd, pack dein Handy weg, brauchst du auch nicht auf dem Pferd hocken. Ich dachte immer, das wäre irgendwie was Besonderes, auf dem Pferd zu reiten, ach woher dann? Guck mal lieber aufs Handy, spannender. So, jetzt will ich mal, Moment, ich muss gerade mal was gucken. Ich muss meinen Frust heute kriegt jeder sein Fett weg. So, kurz, jetzt vor uns ist der Schlammhof, ne? Der heißt Schlammhof, weil es da immer aussieht wie die Sau. Also vor allen Dingen, wenn es halt Nässe ist und wir leben leider in Breitengraden, wo der Winter, ja, im Prinzip nur aus Hundescheiße, aus Wasser, aus Matsch, und sonstigem Dreck besteht. Ne? Das hält unsere Welt zusammen. So, Moment. Continental, wie heißt denn der Drecksreife? Ja, Race King hatte ich doch richtig in Erinnerung. Continental Race King. Ich würde mal sagen, keine 10 Mal da damit meine Hausrunde gefahren. Und meine Hausrunde sind ungefähr so 13 Kilometer, 14 Kilometer, manchmal 15. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie lang so ein Scheiß Reife hält. 50 Euro. Protection steht auch noch dick und fett drauf. Also der hat angeblich, hat er da drin irgendwie eine spezielle Pannenschutzeinlage noch mit drin. Ich weiß zwar nicht, was die jetzt da damit gemeint haben, weil ich bin nicht über einen Schrottplatz gefahren, wo lauter alte Scherbe und alte rostische Nägel und so rumfliegen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die jetzt hier neuerdings oder seit einiger Zeit einen Fetisch für irgendwelche Strauchgewächse haben, die massive Donne ausbilden. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch keinen Bock gehabt, mir den Scheißrotz da anzugucken. Was da jetzt wieder drin steckt im Mantel oder was es ist. Es ist auf jeden Fall der Mantel. Ich habe es gehört. Also ich habe nicht gehört, wo es passiert ist. Als es passiert, habe ich auch nie gehört. Aber ich habe dann, als ich dann anhalten musste, um mit dem nächsten Schrottkram mich rumzuärchern. Dazu kommen wir aber noch. Das brauche ich jetzt nicht spoilern. Da habe ich es dann gehört. Ja. Das war nicht zu überhören. Der Luftaustritt. Beruhig dich, Bob. Sei stille. Beruhig dich. Jo. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Moment mal. Ja, well. Jedenfalls, ja, ich habe so ein paar Hänger, ne? Weil mir geht so viele Stück Kopf gerade. Oder sagen wir mal so, ich muss mich halt zusammenreißen, dass ich nicht komplett durchdrehe. Ja, ich habe jetzt voll das Blackout gerade im Moment. Gott im Himmel, ey. Was sollen die Leute von mir denken? Mit dem geht's bash. Ab da, den College kannst du
Knicke kannst du denn, ne? Knicke. Well, ja, ich versuche das jetzt mit meiner blöden Englisch-Babblerei da bin zu überspielen. Das kommt aber öfters mal vor. Ich bin eben ein Mensch voller Fehler. Ne? Welli, welli, welli. Ja, jedenfalls 50 Euro verballert. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Option gesehen, den zurückzuschicken irgendwie. Ich muss mal nochmal gucken bei Adzeman. Ja, ob der Bezos da irgendwas eingebaut hat. Schauen wir mal. Ich glaube es aber nicht. Dann heißt es, ja, das ist normaler Verschleiß. Sag ich, ja klar. Nach 100 Kilometer oder was. Jesus Christ. Protection handmade in Germany. Ja, aber das heißt ja, seit 30 Jahren oder so kannst du auf den Spruch auch nichts mehr geben. Ne? Die Verblödung hat natürlich auch nicht Halt gemacht. Und alles wird schlampiger und schlechter und gedöns. Ne? Wahrscheinlich tue ich da einigen jetzt wieder Unrecht mit der Aussage. Aber ich bin halt einfach nicht gut drauf momentan, also Leute. Ja, genau, also den Gedanken nochmal aufgegriffen von wegen, ja, was recht er sich da so auf, der anderen haben auch Platte und wenn ich eine Platte habe, ja, ja, mein Gott, ey. Ja gut, wenn du, hey, wenn ich Dinschis hab, dann ist es für mich vielleicht auch anders wie für dich. Ne? Also erzähl mir nichts vom Pferd, Mensch. Ich habe halt meine Realität und die ist eben in der Hinsicht belastender. Vielleicht, du hast wahrscheinlich woanders da deine, ja, Problemstellen, nenne ich es mal, wo ich dann sage, ach, ist doch nichts, ne? Tust du ein bisschen mehr Butter dran und dann brennt dir das nicht. Ah, was machst du denn da für ein Geschiss? Und, ja, und der andere, der geht halt dann hungrig ins Bett. Whatever. Also, wenn ihr jetzt verstanden habt, wo die Brücke jetzt da hinführt, ne? Ich muss auch mal was Positives gleich sagen. Immerhin gibt's das ja auch mal. Hier links lag ein Kaugummiautomat, den sie irgendwo von der Wand runtergerobbt haben, aufgebrochen haben. Was hat man so ein Kaugummiautomat? Was will man da damit? So, hier seht ihr das, hier kann man durchfahren. Die haben sogar da, hier, die haben eine neue Decke drauf gemacht auf dem. Da war ja links, war ja hier nur so ein Schotterdreck. Ey, nicht schlecht, ne? Sind die da fertig etwa? Aber ich glaub's nicht. Ob es hat so ausgesehen, also oben links, wo ich auch manchmal langfahre, da war scheinbar auch nichts mehr gesperrt. Da stand zwar noch irgendwelches Equipment rum, aber das war zur Seite geräumt. Absperrungsequipment meine ich da damit. Das war zur Seite geräumt. Scheinbar sind schon fertig. Werden wir sehen. Also, mein Hirnsalat mal ein bisschen auseinander zu dröseln. Ich bin jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr gefahren. Mein letztes Let's Ride, wo ich also gefahren bin, nicht das mit dem Let's Rider, wo ich da kommentiert habe, sondern mein, das ist ja schon eine Weile her, was weiß ich, 4 Wochen, keine Ahnung, 3 Wochen, 4 Wochen, was weiß ich. Und das Wetter war halt kacke, gut, ein Punkt, alright, alles klar, und der andere, mein Kopf. Und mein Kopf ist eine fiese Sau, der Geige ist das Wetter gar nichts. Also mein Kopf ist der größte Rotzkack-Spasti, der da rumrennt. Ja, das ist aber so. Aber es ist nur mal ein Teil von mir und der. Und ich muss mich sehr überwinden, dass ich mich aufs Rad setze. Das hat, ich weiß nicht immer, was für Gründe das hat. Irgendwo habe ich eine Blockade in meiner Psyche drin, die mir ständig da dazwischen funkt. Und so war es da auch. Ich habe mir dann also im Vorfeld, bevor ich da losgefahren bin, habe ich mir Videos angeguckt oder so nebenher laufen lassen hier vom Bikeblogger, der in St. Louis da sein Commuting da macht. Der ist immer sehr positiv. Ich weiß nicht, wo dieser Mensch, der muss irgendwie vom, also der muss vom Schöpfer oder was immer das ist, auch sei, ob es Außerirdische sind oder ein Gott oder was weiß ich, bin ja Atheist eher, ne? Der muss von dem irgendwie so Diamante oder so in die Psyche rein gesenkt bekommen haben, die den immer gut drauf machen irgendwie, ne? Ich glaube nicht, dass der Englische Substanzen zu sich nimmt, die ihn gut drauf machen. Aber der ist einfach so von seiner Grundausstattung oder von seiner Grundeinstellung so ein positiver Typ. Und wenn ich mir den angucke, dann färbt es so ein bisschen ab. Zumindest so kriege ich so den Drive und denke mir so, ah ja, komm ey, der hockt auf dem Rad und kommentiert und irgendwie ist alles gut. Okay, die haben da aber auch geileres Wetter. Also St. Louis, Missouri, es ist aber Wahnsinn, was die für ein Wetter haben. Nicht so eine graukrützige Drecksrotze, wie hier halt ständig herrscht. Ne? Ihr merkt schon, ich bin ein richtiger Fan hiervon. Wenn ich die Kohle hätte, ich wäre schon längst weg. Ich wäre aus der Klimazone schon längst weg und aus diesem Deppeland,
mit den ganzen ignoranten Volltrotteln und Dummschafe und Krempel und Gedöns wäre ich auch schon längst weg. Die können mich mal kreuzweise dahin, wo es... ne? Ja, so viel dazu. Aber das war jetzt nicht. Also mein Hirngedöns. Das war jetzt übrigens auch Teil meines Hirngedöns. Ihr guckt also hier jetzt einen Kasperle-Sender sozusagen. Das spinnt halt wirklich aber nur durch. Komplett durch den Wind. Ja. Jedenfalls, dann war ich einigermaßen stabil drauf so. Und da dachte ich mir, ja, sauber, heute fährst du Fahrrad. Es soll nicht regnen, was es auch nicht getan hat. Es war ein bisschen diesig, aber nicht viel. Es kam die Sonne mal raus, ihr seht es ja selber. Hier ist auch totale Matsche, Drecks, Pampen, Scheißdreck. Und ja, sehr hübsch, ne? Sehr, sehr hübsch. Also, herrlich. Jedenfalls, egal. Ich komme schon wieder vom eigentlichen Ding ab. Jedenfalls, mein Hirn war dann soweit. Und dann habe ich mich halt doch aufs Fahrrad gesetzt. Ich habe mir das gestern schon vorgenommen. So. Ich versuche mich dann immer schon am Vortag so ein bisschen mental zu konditionieren, dass ich das dann auch mache und mich dann aufs Rad hocke und dann losfahre. Und es fühlte sich auch gut an so die ganze Zeit. Hier war auch noch in Ordnung, obwohl ich mich schon gedacht habe, scheiße, halt wieder dieser Matsch da, aber ist ja egal, man kann es ja waschen. Okay, mittlerweile habe ich es begriffen. Ja, also man kann es waschen und wir leben halt nun mal in einer Gegend, die halt im Herbst, Winter nur von Dreck zusammengehalten wird. Was anderes existiert nicht. So, hier habe ich es aber noch nicht gemerkt. Hier habe ich nur gedacht, hier fahr mal rein, gucke mal einfach so und du kannst mal deine Linse vorsichtig säubern. Hier, wirp, 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 wirp. Ja? Also mal ein bisschen sauber gemacht, den Matschelpump darunter gemacht. Vorsichtig, nicht, dass es zerkratzt, weil es sind ja Steinchen da drin und Hundescheiße und Pferdemist und was weiß ich was alles. So, und jetzt kommen wir mal langsam in den Bereich. Wie hat es angefangen? Es hat angefangen, hier war noch alles gut. Und da dachte ich mir, fährst du hier links, dachte ich, oh, na, fahr unten rum und fährst du dann hinne da an den Wohnplex da hoch und dann wieder hier hinne zurück hier auf den Radweg. Und jetzt fahre ich da an dieser, an den, da, an denen da vorbei jetzt da, ne? Und, an den Mütter, genau jetzt. Mothers of Invention. Also an den Müttern vorbei. Und irgendwie dachte ich mir, irgendwas ist schwammig. Musste ich natürlich erstmal eruieren, ist das mein Hirn, was ja dauerschwammig ist, oder ist es vielleicht doch irgendwas anderes? Sprich also Fahrradreifen, Schlauch, whatever. Und dann dachte ich mir, ja, guck mal, ob du da vielleicht irgendwie eine Unebenheit überfahren könntest in der Straße. Dann merkst du das ja, ne, wenn das vordere, wenn du den Bump, ne, den, nennen wir den Bump, die Unebenheit gut merkst, so, dann weißt du, dass da noch Druck drauf ist. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ey, das, da ist was nicht in Ordnung. Das ist schwammig. Natürlich willst du das nie wahrhaben, weil ich hatte ja meine Platten ja, was waren jetzt hier, letztes Jahr zwei Platten oder was unterwegs, bis ich gecheckt habe, dass da irgendein scheiß Fremdkörper im Mantel drin gestocken hat. Das war übrigens so ein ganz billig Reife. Ja, nix handmade in Germany, ne? Protection, fancy boy, fancy. Sondern ganz stinknormale, billige 18 Euro Drahtschrott. Ja, also. Und hier war mir dann langsam klar, oh, da ist wahrscheinlich irgendwas. Also fährst du mal da vorne hin, wo die Busse als immer drehen, da diesen Wendehammer oder Wendekreis oder wie man das Ding da nennt, Pentagramm von mir aus. Und tust du mal die Hand so nach hinten und guckst du mal, drückst mal drauf auf die Hinterreife. Möglicherweise könnte es sein, dass der... Und siehe da, fuck. Jawohl. Nicht komplett platt. Das hätte ich schon früher gemerkt, logischerweise. Aber leicht einzudrücken, vielleicht noch ein Bar oder so drauf. Ich pumpe ja immer auf 3 auf. Laut Herstellerangaben und Gewicht und Kram und Geschiss, ja, und Terrain, was ich fahre, 3 Bar. Yeah, baby, 3 Bar. Und da dachte ich mir, scheiße, natürlich völlig. Da habe ich jetzt nur noch alles schwarz-weiß gesehen und in einem Tunnel drin. Und ich schon voll mein Hirn wieder voll aufgefangen rumzukaspern. Oh, Dichtmilch, Dichtmilch, okay. Hier erst einmal die Bank in Beschlag genommen. Das Fahrrad da einigermaßen hinpostiert, dass es nicht gleich wieder umfliegt oder so. Und dann habe ich die Dichtmilch rausgeholt. Habe die geschüttelt. Ich habe mir ja auch mal Videos angeguckt, wie man Dichtmilch richtig einsetzt.
Ja, Moment, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich mal lauter gedreht. Na scheiße, sag das, siehst du. Ach Mann, ey. Ach nee, ey. Ja. Doch, doch, doch. Oh, da geht er gut ab, ne? Da geht er gut ab, der Bub. Schlecht frühstückt oder was? Schlecht frühstückt. So. Jetzt versuche ich Dichtmilch neu zu kriegen, was aber nicht so gut geht. Und warum geht es nicht so gut? Übrigens hier Produktwerbung. Das ist das Gelump. Ja. Nigrin, Bike Care, Reifendicht, bla bla bla, Hopsasa, tralala und fideralala. Ich erzähle euch auch dann, was mit dem Zeug nicht gestimmt hat. Lassen wir uns erstmal, genießen wir erstmal den Moment, lassen uns fallen in dieser Schönheit der Situation einfach mal, ja. Enjoy. Da gehen alle Fäkal ausdrücken. Und das wird aufgepumpt. Also ich habe das alles ein bisschen abgekürzt. Ne? Ich war da bestimmt 10 Minuten, habe ich da rumgemacht. Und als rutscht das Rad weg irgendwie, weil es ne, keinen Halt hat und so. Abgewichst. Ja, im Nachhinein ist es witzig, ne? Oh, liebe Gott. Weiter pumpen, 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 1, 2, pumpen, 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 1, 2, 3, 4, pumpen, pumpen. Alles mit dieser Kasperle-Pumpe da, ne? So ein bisschen beschleunigt hier alles. Ja, also. Ja, ich habe es jetzt halbwegs aufgepumpt, soweit wie ich gedacht habe. Ja, was ist mit dem Nigrin Pannenspray? Was ist das Problem? Es hat einen Aufsatz für französische Ventil hier und natürlich auch für Autoventil. Bei mir ist ja Autoventil drauf und da muss man so Teil rausschrauben da, so Kupfer, ne, Messing, eher so Messingteil rausschrauben. Und dann hast du quasi das Aufsatzstück mit dem Innengewinde, was du dann übers Ventil drauf schraubst, ne? Steckst du so dran und dann schraubst du das. Ja, es ließ sich nicht schrauben. Irgendwie ist das Innengewinde von dem Spray-Aufsatzding Schnitte oder was auch immer. Es ging nicht ums Frecke drauf. Ich hab's dann irgendwie, weil ich wollte ja da jetzt nicht den ganzen Tag da hocken mit dem Ding da, habe ich es dann versucht drauf zu fummeln und noch zu drücken und so. Und dann habe ich halt eben die Tube, die ich ja vorher richtig geschüttelt habe, ja, quasi kopfüber, also das Ventil oben, hier musste ich wieder nachpumpen, ja, ein paar Meter weiter. Also quasi auf Kopf so, ne, und dann gib ihm und dann spratzt natürlich fast der ganze Scheiß Rasierschaum, so nenne ich das immer, weil es sieht ungefähr so aus von der Konsistenz wie Rasierschaum, spratzt dann halt neben raus. Weil eben dieser Aufsatz von diesem Super Nigrin, ich nächstes Mal hol später den billigen Aldi-Schrott, ich glaube, der ist besser als diese Scheiße da. Jedenfalls spratzt da alles raus, da dachte ich mir schon, naja, viel Dichtmilch geht da ja nicht rein. Ne? Irgendwie habe ich dann versucht, den Rest da neu zu quetschen, habe anständig den Reifen gedreht, mehrmals gedreht und aber ich habe dann gemerkt, ey, das ist so ein Müll, also die scheinbar ist auch das Nigrin-Pannenspray handmade in Germany. Wahrscheinlich könnte es auch 30 Euro dafür nehmen, für den Schrott. Also das Innengewinde, was da dran ist, ist erstens mal ist eh zu kurz. Es ist viel zu kurz, dass es da richtig Halt hätte. Das ist saukurz, dieses Gewinde. Es müsste also ein paar Umdrehungen mehr haben. Und so wie es aussieht, und ich habe es wirklich ein paar Mal probiert, und auch nicht mit Gewalt, da hat einer hingepinkelt, ne? Da hat einer, es ist hingepinkelt, das macht ja nichts. Wir sind eh alles nur nichts anderes als Tiere. So, jedenfalls, ihr merkt schon, ich bin total am Arsch. Ne? Habt ihr sie da immer? Also, ich frage euch nachher nochmal ab,
ob ihr es geschafft habt, also mit irgendeinem Lösungswort, ne? Ob ihr es da bis dahin geguckt habt und so, ne? Also jetzt nicht so, kommt er mir nicht davon so einfach. Jedenfalls dieses Gewinde, was da drin ist, in diesem Plastik-Schrott-Ventilaufsatz, ist irgendwie schepp geschnitten oder in der Massenproduktion irgendwie scheiß der Hund drauf, der Trottel wird es dann schon sehen, ne? Was wir da für eine Scheiße produzieren. Jedenfalls, also es gab wieder mehrmals auf die Fresse heute und ich sag euch, ich habe so die Schnauze voll. Ich werde wahrscheinlich jetzt die nächsten Monate möglicherweise kein Let's Ride mehr bringen. Ich habe einfach die Fresse dick. Ich mach nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Mir geht es auf den Sack. Ich werde gucken, dass ich meinen Home-Trainer da, das ist ja auch schon so ein altes Ding mittlerweile, dass ich da irgendwie eine Aufnahme für einen gescheiten Sattel drauf kriege, weil es ist so ein blöder Klemmdreck. Da passe nur so eine Schrottzettel drauf, wo der Arsch nach 3 Sekunden wehtut. Und dann schraube ich hier vom Fahrrad da das Sattel ab und mache den da dran. Aber da muss ich irgendwie das Ding mal in eine Werkstatt bringen, die halt eben 2 unterschiedliche Materialien, so ein verchromter Scheiß mit dem Alu-Scheiß da irgendwie eine Mariage machen können, dass das da irgendwie zusammenhält. Ja, weil, oder ich muss mal gucken, ob ich irgendwo eine Stahlsattelstütze beikriege, die man dann da miteinander verschweißen kann. Whatever, keine Ahnung, ich bin kein Metallbauer. Ich weiß nicht, was für Material mit was verschweißbar ist. Ich habe zwar mal einen Schweißkurs gemacht, aber ey, das ist 1000 Jahre her. So hier musste ich wieder nachpumpen. Was auch lustig ist, was einem so auffällt, ist, du bist dann, stehst irgendwo und kämpfst dich da ab und da fahren anderen vorbei. Anderen mit dem Rad fahren da vorbei. Meistens halt so E-Bike-Zombies da oder was weiß ich was. Aber meinst du, da wird immer irgendeiner zumindest mal irgendwie fragen, so, ey, alles in Ordnung, kriegst du es hin oder so? Nada, nothing, nichts. Das ist wie wenn du irgendwo dein Schwengel auspackst und fängst an dran rumzunesteln, so, die gucke dann kurz hin und gleich verschämt, so wieder in die andere Richtung, latschen dann davon. So sind die Leute drauf. Und so Gesellschaft, da sage ich wirklich, also, ey, habe die Ehre, ne? Ihr seid's echt, ey, ihr seid's, ne? Aber wie gesagt, ey, ich verallgemeiner jetzt wieder völlig dumm. Es ist natürlich auch so, es gibt noch genug Leute, die halt nicht jetzt da in dem Moment da sind, die gefragt hätten, kann ich helfen? Ey, wie sieht's aus? Geht's dir gut? Oder zumindest einfach nur, selbst wenn einer nicht helfen kann, moralisch einfach so ein bisschen aufbauen. Ne? Das kriegst du schon hin, ey, und so, passt schon. Und ja, das macht es auch. Also wenn ich jemanden, das ist bei mir irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein Wesenszug, wenn ich irgendwo jemanden sehe mit einem Platten oder mit einem Defekt und ich sehe, der hat da ein Problem irgendwie, dann halte ich in der Regel an und frage, ob ich irgendwie irgendwas machen kann. Ob, ne? Also irgendwie so ist es. Ich habe da so einen Drang drin, vielleicht so ein Helfersyndrom, whatsoever. Hier muss ich auch wieder nachpumpen. Aber das Ignorante geht mir so auf den Zeiger. Ja? Das ist unglaublich, ist das. Ich habe also schon mehrmals bei Ausfahrten, ich hänge es ja nicht immer an die große Glocke und sage, übrigens, ich habe da jemanden, Nee, es ist also, was soll ich sagen, Leute? Ich weiß, ich bin einfach furchtbar abgenervt. Jedenfalls, was ich sagen wollte, es wird wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit kein Let's Ride von mir geben. Ich weiß nicht, wie lange es keins gibt. Vielleicht gibt es gar keins mehr. Ey, ich lasse mir die Optionen offen. Vielleicht bringe ich hier und da mal irgendeine Laber-Videos. Die Klickzahlen von Let's Ride-Videos sind auch runtergegangen. Das letzte und das vorletzte, die hatten irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Klickzahlen oder sowas. Aber das liegt jetzt allgemein scheinbar an YouTube. Auch der Bike-Blogger aus St. Louis, Missouri da, der hat ja 24.000 Follower oder sowas, der hat auch pro Video bloß irgendwie 600 teilweise. Selbst nach einer Woche 600 Klicks bloß, also ist echt wenig geworden. Und dafür den ganzen Uffriss da, also das ist auch irgendwie let it be, ey. Ja, dann kommt natürlich noch im Winter werde ich immer leicht depressiv, ne? Jetzt bin ich im Sommer ja auch, aber im Winter verstärkt sich das noch. Ich mache zwar mit Tageslichtlampe rum, gedöns da und gucke, dass ich hier mal Gymnastik und allen Scheiß mache. Aber ich bin halt trotzdem ein ziemliches Wrack so im Kopf. So, hier wieder. Das ist aber das letzte Mal, dass ich hier aufpump unterwegs. Da habe ich dann wieder Luft reingeballert.
weil es schon wieder platt war. Und der Rest habe ich dann, bin ich dann, ja, naja, nicht ganz gefahren. Ich habe dann an der Therme in Bad König, an der Therme, bin ich dann abgestiegen und musste dann den Rest schieben. Das war jetzt ja kein Problem. Das waren ja nur noch, was weiß ich, 200, 300 Meter oder so. Die habe ich dann geschoben. Habe aber schon gemerkt, dass, ja, halt mein Bewegungsapparat, Leute, ihr wisst es ja, ich habe ja einen Schlapperfuß, ne? Ich habe ja ein kaputtes Lendenwirbelsäule und so ein Gedöns. Ich habe halt nicht viel Kontrolle im Fuß und so, und das bei dem Übergewicht noch dazu, dann hast du natürlich eine tolle Mischung. Und dann gräbst du da halt rum, da mit dem Scheiß, ist aber nervig. Naja. Ja, wenn ihr es bis hier hingeguckt habt, dann schreibt in den Kommentar bitte rein, vom Pech verfolgt. Schreibt einfach vom Pech verfolgt rein, dann weiß ich, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt und dann seid ihr, dann gehört ihr zu einer ganz seltenen Selektion außergewöhnlicher Menschen, die diesen Wahnsinn, den ich hier präsentiere, ja, ertragen können. Oder vielleicht schmeckt euch sogar der Kaffee dazu und das Mangerie, ich weiß es nicht. Es ist ja okay, ich meine, ich bringe das ja hier jetzt nicht. Es ist Show auch, ja klar, es ist Show. Aber das ist Reality-Show. Das ist nicht Spiel hier, das ist alles echt. Ja? Und meine Emotion, die ich jetzt hier so, ist auch echt. So, und da oben ja jetzt hier rechts oben, da ja diese nächste, neueste Baustelle ist, ist komplett alles dicht. Da ist so wenig Platz, da kriegst du das Rad gar nicht vorbei, weil der Lenker zu breit ist. Das habe ich aber dann rausgeschnitten, weil da waren Bauarbeiter, die ich da angenölt habe. Aber in so einer freundlichen Art, ja, die haben das dann locker genommen und der eine hat das noch zur Seite geräumt, da, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Also war schon, die waren schon nett, ja, aber trotzdem, ich war halt einfach auch total tilt. So Leute, bis demnächst irgendwann einmal, ich weiß nicht, keine Ahnung wie oder was es weitergeht. Ich bin momentan an so einem Nullpunkt angelangt. Ich hoffe, euch geht's einigermaßen gut und ihr seid nicht ganz so am Arsch wie ich. Macht's gut und jo, Bodenwasserglist, bye bye. Ja.